Ich habe ihn das erste Mal gesehen in der Fernsehmusiksendung Bananas zusammen mit Olivia Pascal. Und das hat mein Bild von Herrn Fuchs wohl nachhaltig geprägt. Die Filme haben einen Charme, der heutzutage verloren gegangen ist, finde ich. Also die sind einfach aus dem Bauch raus gemacht. Ich sehe den Mann halt fürchterlich gerne. Noch lieber als seine Filme höre ich ihn eigentlich reden. Seit Bananas, seit ich ein kleiner Idiot war. So ein Titel, Hexen bis aufs Blut gequält, das ist ja schon sleazig und ein bisschen eklig und so. Aber ich denke, ja, es müssten einfach mehr kommen und erst mal gucken. Treibt diese Frau in eine Umarmung mit dem Tod. Lady Frankenstein, ein Reißer, der gute Nerven verlangt. Wer etwas für Gruselschocker übrig hat, sollte Lady Frankenstein nicht versäumen. Hexen, bis aufs Blut gequält. Du wirst aufgefordert, die Wahrheit zu sagen. Sobald du uns so eine Mitschuldige nennst, wird die Folter ausgesetzt. Lügst du aber, dann werden deine Macht dann verschärft. Zu Nummer 1 ist beschuldigt, vom Teufel besessen zu sein und mit den Toten gesprochen zu haben. Er wird deshalb zum Tode durch das Schwert verurteilt, wie er es verdient hat. Ja. 8 Millionen Menschen, so schätzt man, wurden zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert aus Irrglauben und Fanatismus dem Hexenwahn zum Zwecke der Seelenrettung geopfert. In der Erwartung meines Todes danke ich euch für eure Todgnade, dass ihr mich von den Qualen der Folterbank und den Schmerzen erlöst. Möge Gott euch schützen. Hexen, bis aufs Blut gequält. Begrüßen wir ganz herzlich Herrn Fuchs Reich. Toller Filmclub, wie die das aufgezogen haben. Auch da mit den Security-Leuten, ich weiß nicht, ob wir die vielleicht irgendwas verpassen sollen. Ich meine, schau, ob wir sie in den schwarzen Gewändern noch ein bisschen furchterregend aus, nicht? Aber bitte, es ist alles eine Inszenierung und ich bin eigentlich sehr beeindruckt von dieser Inszenierung da. Wirklich sehr perfekt. Und ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich bin wie das ganze Clubkomitee überaus froh, dass Sie hier unser erster Stargast sind. Und es wir können Sie euch sitzen vielleicht, ne? uns lag aber auch sehr viel daran, etwas mehr über die Person Herbert Fuchs halt eben zu erfahren. Und deswegen würde ich dich als erstes ganz gerne mal fragen, ja, wo kommst du her und wie hat sich das entwickelt, dass du die unsolide Laufbahn des Schauspielers ergriffst? Also wo ich herkomme, das hört man ja nicht, dass das nicht Hamburg ist. Es ist ja nicht schwierig. Es ist so ein Land irgendwo bei den Alpen, nicht? Also ist ja bekannt, nicht, durch Skifahren. Namen braucht man ja nicht nennen, nicht? Und Schnee ist ja bekannt. Und durch die Mozartkugeln natürlich auch, nicht? Das ist ja ganz wichtig, dass Mozart war der Erfinder der Mozartkugeln, nicht? Die Touristen sagen, der soll auch Musik gemacht haben. Das ist interessant, nicht? Ja, was wolltest du wissen, wo ich herkomme? Also aus Österreich. Ja, Österreich. Und wie ich zum Theater komme, oder was? Das ist ja ein bisschen fad wahrscheinlich.
Normalerweise habe ich Schauspielausbildung an dem Mozarteum in Salzburg und da gibt es ein Schauspielseminar und dann habe ich Theater gespielt 10 Jahre und dann waren wir am Theater ein bisschen fad, weil ich habe ununterbrochen en suite Stücke spielen müssen. Also ein Theater, die kein Repertoire spielen, also mit verschiedenen Stücken, sondern wo 100 oder 200 Mal immer dasselbe Stück gespielt wurde. Und das habe ich jahrelang durchgezogen, dann ist mir fad worden, aber ich dachte, das halte ich auf die Dauer nicht aus. Und dadurch kam also dann der Film und da hat mich ein Regisseur im Theater gesehen und dann begann also dann durch die Filmtätigkeit und Fernsehtätigkeit und ging dann nach München 1966 und habe dort einen deutschen Kultfilm hier kreiert, Der wilde Reiter, und das war halt dann der junge deutsche Film und dann bekam ich also so internationale Angebote, Co-Produktionen in Italien, Spanien, Afrika, Asien und bin so um die halbe Welt gekommen, über 20 Jahre. Und dann habe ich über 100 Spielfilme gedreht und so 250 oder 300 Fernsehen. Ich glaube, der Regisseur von Wilder Reiter, Franz Josef Spieker, der hat dich ja in einem ganz anderen Film entdeckt. Ja. Naja, also das war ein Film, der damals ungeheuer geschockt hat, weil es gab in Wien in den 50er Jahren noch, wie russische Besatzung war, den sogenannten Opernmord. Da wurde eine Tänzerin in der Oper ermordet. Also was will man Schöneres haben in Bezug auf Attraktion in der Wiener Oper? In der weltberühmten Oper gab es einen Mord. Das muss natürlich anregen für einen Filmstoff. Und es war dieser Opernmord, der ließ dann, damit es natürlich dann zügiger für das Publikum ist und zugkräftiger, Geißel des Fleisches. Nicht? Man hat ja damals natürlich immer getrachtet, einen möglichsten Horror-Titel für diese Filme zu finden. Dieses Geißel des Fleisches, und das war natürlich, weil es ja ein sehr schreckliches Ereignis in Wien war, war das natürlich ein großes Ereignis, ist es also angegriffen worden, dass man also so einen Opernmord für den Film hierher nimmt, der also aktuell einige Jahre vorher passiert ist. Aber wie es auch sei, der Film lief damals mit ganz gutem Erfolg und wurde jetzt wieder, also nach 20 oder 30 Jahren, wieder aufgeführt und ist auf einmal kein Horrorfilm mehr, sondern ein Kultfilm geworden. So ist das. Also im Laufe der Jahre, so verändert sich das. Und diesen Film hat also der Franz Josef Spieker gesehen und da bin ich ihm aufgefallen und habe mich dann für Wilder Reiter engagiert, der ja auch mit dem Beginn des jungen deutschen Films dann ausgemacht hat, mit Jung Dörles Schrendorf und mit MK zur Sache Schätzchen, Uschi Glas, Engelchen von Bamberg, mit Weitershausen und so weiter. Es waren 5, 6 Filme, die damals, wie man gesagt hat, das Manifest von Oberhausen, Opas Kino ist tot, war damals der Titel, das Leben der junge deutsche Film. Und das war für die Jugend eigentlich interessante Filmzeit. Und da haben wir auch wirklich Kohle gemacht, nämlich ohne Subvention. Ohne Subvention wurde hier wirklich große finanzielle Filmerfolge auch erzielt. Zu der Zeit, ich meine, das war ja auch wohl, wenn ich das richtig verstehe, so ein sehr stark 68er beeinflusster Film. Ja, ja, klar, das war ein typischer Film der 68er Jahre. Das hat die ganze Studentenstimmung und diese ganze Kritik an der Gesellschaft und auch eine Verarschung der Gesellschaft. Es hat also das Wirtschaftswunder wurde hier also kritisch beleuchtet und die Werbebranche, nicht? Also, dass man hier also mit allen Mitteln also hier durchzukommen versucht. Also ich habe einen gespielt, der eigentlich nicht singen kann, aber es trotzdem tut. Ne? Und also alles benutzt, dass er also an die Spitze der Möglichkeiten kommt. Und Sie singen auch richtig in dem Film. Ja, ja, singe ich. Kröle mehr, ich kröle. Ja, ich meine, zu der Zeit war dieses kritische Kino ja auch noch sehr mit Humor verbunden. Also Schamoni richtig. Und solche Leute, ja, die ja. haben häufiger mal sowas gemacht. Ja. In den 70er Jahren wurde das ja doch alles so ein bisschen verbissener.